Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen XXL DM Haul von mir. Ich habe wieder mal eine Riesentüte geshoppt und ich möchte euch zeigen, was ich so ergattert habe. Bei DM kann man ja eigentlich immer einkaufen, weil es da immer irgendetwas gibt, was man noch nicht hat. Und ich habe dieses Mal viele Dekoartikel gekauft, also es ist alles dabei, von essbarem bis dekorativer Kosmetik, Dekoartikel, also es ist wirklich viel dabei. Aber ich habe speziell auch viele Sachen gekauft, die zur Dekoration für den Frühling sind, beziehungsweise zu Ostern. Und ich finde, das sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei und die möchte ich euch heute zeigen. Und ich lege schon gleich los mit meinem ersten Produkt, und zwar ist das diese kleine süße Gießkanne. Ja, eine Gießkanne, die wirklich schön zur Dekoration ist, also die kann man jetzt nicht nur zum Gießen hernehmen, sondern ich finde die auch wirklich schön, dass man die so als Deko hinstellt. Und zu Ostern darf es ruhig auch mal pink sein. Ich mag ja pink und ja, habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gemerkt. Deswegen musste die einfach mit, weil ich finde, dass die wunderbar zu meiner österlichen Deko passt. Und dazu habe ich mir natürlich auch passend gekauft dieses Schaf hier. Und zwar hat dieses Schaf hier vorne und hinten so Filz dran, natürlich auch in pink. Und eine giftgrüne Blume. Und die passt natürlich wunderbar zu meiner Gießkanne dazu. Und dann auch noch passend dazu eine Blume. Ich weiß nicht, welche Blumen das sind. Ich bin jetzt da nicht so bewandert mit Blumen. Ich habe auch keinen grünen Daumen. Also ich weiß nicht, welche Blume das ist. Ich habe mir von diesen hier, glaube ich, 8 Stück gekauft und habe die in eine Vase gegeben mit so einem Sand drinnen. Und die finde ich wirklich ganz schön. Das passt natürlich auch dazu und... Also für alle, die kein Pink mögen, bitte weggucken. Einen solchen Organza-Stoff, den habe ich über einen Läufer drüber gelegt und ich finde, das ist wirklich wunderschön. Also wenn ihr mir auf Instagram folgt, da heiße ich übrigens auch UseBeauty, oder auf Snapchat, dann auf Snapchat heiße ich übrigens UseBeautyYT für YouTube. Aber manche haben mir auch schon geschrieben, dass sie mich nicht finden, beziehungsweise die müssen da nur UseBeauty eingeben und dann finden sie mich. Also ich habe keine Ahnung, probiert mal beides, falls ihr mich adden wollt. Da habe ich nämlich schon einiges gezeigt, wie ich das miteinander kombiniert habe, weil man sieht hier immer nur alles ganz pink und das sieht natürlich dann grässlich aus. Also man muss da schon ein bisschen etwas dazu machen, dass es nicht ganz so stark ins Auge sticht. Und den Stoff hier habe ich, wie gesagt, über einen Läufer drüber gelegt und das passt wirklich wunderbar alles zusammen. Also das harmoniert sehr, sehr schön. Und ich habe auch ein sehr großes Wohnzimmer, es ist ein Wohn- und Esszimmer und deswegen fällt das jetzt nicht ganz so stark auf. Also es ist nicht so krass pink, wie man es hier vermuten könnte. Dann geht es weiter mit einem Raumduft. Ihr wisst ja, ich bin immer auf der Suche nach einem guten Raumduft und habe mich anfixen lassen von einer anderen YouTuberin. Und zwar habe ich mir dieses hier gekauft, und zwar ist das von Febreze. Und zwar ist das ein Spray für den Raum in der Duftrichtung Frühlingserwachen. Und ich kann euch nur sagen, lasst bitte die Finger davon. Es riecht wirklich schrecklich. Was heißt schrecklich? Es riecht einfach nach Toilette. Es riecht wirklich nach WC-Stein. Und ich dachte, okay, Frühlingserwachen, das riecht bestimmt frisch und blumig und... Aber nö, das riecht wirklich nach Klostein, kann ich nicht anders sagen. Also die YouTuberin, die mich angefixt hat, hatte allerdings die Duftrichtung Vanille und, glaube ich, Latte Macchiato oder so. Und ich dachte mir, ja gut, für den Frühling oder beziehungsweise jetzt, wo die wärmere Luft wieder kommt und die Blumen blühen, da will ich doch einen frischen Duft und keine Vanille mehr. Aber dieses riecht wirklich schrecklich. Ich werde es dennoch aufbrauchen, denn... meine Katzen und jeder, der Katzen hat, weiß, wenn die in ihr Toilettchen machen, da stinkt alles. Sorry für das eklige Thema, aber deswegen brauche ich immer irgendetwas, was so ein bisschen neutralisiert den Duft, weil mit Lüften allein ist nicht immer, ne? Und deswegen habe ich mir das hier gekauft, aber dieser Duft geht mal überhaupt nicht und ich werde mir auch definitiv noch das Vanille Latte Macchiato kaufen, in der Hoffnung, dass das besser riecht.
Dann habe ich mir einen Tee gekauft. Und zwar ist das dieser hier von Bad Heilbrunner. Figur Balance. Und zwar für einen figurbewussten Ausgleich. Entschuldigung. Dieser Tee soll irgendwie beim Abnehmen helfen oder beziehungsweise einfach den Stoffwechsel ankurbeln. Und ihr wisst ja, dass ich ins Fitnessstudio gehe und da möchte ich natürlich, das ist so eine Kopfsache, auch was mit der Ernährung umstellen und mit der Ernährung gut machen. Und da habe ich mir gedacht, da wäre vielleicht dieser Tee ganz gut. Ich habe ihn noch nicht versucht. Ihr seht, er ist noch geschlossen. Ich weiß nicht, wie der schmeckt. Es ist enthalten mit Brennnessel und Mathe. Was ist das? Natürlich aromatisiert mit Johannisbeergeschmack. Werde ich mal versuchen, werde ich mal testen. Ich habe ja schon sehr viel von solchen Tees gelesen. Ob die was bringen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ist halt so eine Kopfsache und versuche ich jetzt einfach mal. Als nächstes habe ich mir diese Reinigungstücher von BB gekauft. Und zwar sind die für meine Tochter. Weil jede Mami da draußen weiß, dass die Kinder immer kleckern. Es ist sofort was ausgeschüttet oder beim Essen wird gekleckert. Und hier habe ich in der Küche auf dem Esstisch, weil die immer parat sein müssen. Weil, ja, wie gesagt, es ist immer schnell gekleckert. Und ich fand einfach schon die Verpackung alleine so süß, weil ist ja rosa, ne? Und alles, was rosa ist und schöne Verpackung hat, da bin ich natürlich sofort angefixt. Und ja, was soll ich zu sagen? Die finde ich eigentlich ganz cool, weil die einfach größer sind. Also das einzelne Tuch ist größer. Und ich habe zwar auch diese von Hip, aber für die für zum Abwischen oder sowas finde ich die für den Tisch einfach irgendwie blöd, weil die zu klein sind. Und da kann man wirklich nicht viel anfangen. Und die sind vom Duft her eigentlich ganz gut. Und ja, die habe ich mir diesmal mitgenommen. Dann kommen wir zu dekorativer Kosmetik. Ich habe mich anfixen lassen von der lieben Mrs. Bella und habe mir diesen Concealer gekauft von Maybelline, Instant Anti-Age Effect, der Löscherauge. Wie sie schon gesagt hatte, grammatikalisch irgendwie strange. Auf jeden Fall, dieser Concealer ist für mich mal überhaupt nichts unter dem Auge, muss ich wirklich jetzt dazu sagen, unter dem Auge. Weil die Konsistenz mir irgendwie nicht passt. Ich kann es schwer beschreiben. Ich finde, der rutscht irgendwie so auf meiner Haut rum. Der setzt sich nicht wirklich, beziehungsweise der verbindet sich nicht richtig mit meiner Haut. Er rutscht irgendwie so rum und deckt nicht richtig ab. Und ich sehe irgendwie aus, als hätte mich wie so eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich bekomme hier da so Tupfen. Und es sieht so schrecklich aus. Und deswegen benutze ich den Concealer nur für mein Highlighting. Das heißt, ich trage ihn hier auf und ich habe ja ein schmales Gesicht, deswegen trage ich ihn auch hier auf, damit diese Partie hier gehighlightet wird und auch hier unten. Und für diese Partien ist der wirklich super. Also das muss ich echt sagen, für diese Partien wirklich der Hammer. Aber für unter dem Auge geht bei mir überhaupt nicht. Und die Farbe ist auch ziemlich hell, obwohl das die dunklere Farbe ist, aber okay. Da kann jetzt natürlich Maybelline nichts dafür, dass die für mich nicht die passende Farbe haben. Aber wollte ich euch nur mal sagen, dass der jetzt meiner Meinung nach nicht so toll ist, als von Maybelline dieser Fit Me Concealer. Mein nächstes Produkt ist ein Nagellack und so habe ich mir wieder mal einen weißen Nagellack gekauft. Nacht, liebe Judith. Und zwar habe ich mir von Manhattan diesen Nagellack gekauft in der Farbe 010 Painted White. Keine Ahnung, warum ich mir den gekauft habe, weil ich habe ja eigentlich schon einen weißen Nagellack von Essence, mit dem ich sehr zufrieden bin, aber ja, ich habe mir den einfach mitgenommen, weil ich den als Dupe sozusagen für den Essie Blanc kaufen wollte, weil die Essie Lacke, die sind meiner Meinung nach echt teuer. Für einen Nagellack 8 oder 9 Euro auszugeben, ist schon heftig. Und ich dachte mir, ich versuche mal den hier, den habe ich noch nicht getestet. Wenn man den hier so aufschraubt und die Konsistenz betrachtet, dann meine ich, dass er schon gut deckt. Hundertprozentig kann ich das natürlich nicht sagen, aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann werde ich euch eine Review dazu abgeben, wenn ihr das mögt. Weil ich es wirklich immer sehr schwierig finde, einen weißen Nagellack zu finden, der wirklich sehr gut deckt. Und mit diesem Essie habe ich eigentlich schon einen gefunden, aber ja, Nagellack kann ich nie genug haben, das ist so eine kleine Sucht von mir. Als nächstes habe ich mir ein Produkt gekauft,
Und zwar habe ich bei meiner derzeitigen Make-up-Routine einen Kommentar unter mein Video erhalten von der lieben Let's Plizzle. Die hat mir geschrieben, warum dass ich nicht von Essence mal dieses All About Matte Puder verwende. Und ich bin zu DM und habe mir, keine Ahnung, was mich da geritten hat, in meiner geistigen Umnachtung, habe ich mir von P2 dieses Puder gekauft. Sorry, ich habe euch jetzt geblendet. Und zwar ist das Perfect Face Refine and Prime All Over Loose Powder. Und zwar ist das, wie der Name schon sagt, ein looses Puder, das transparent ist. Und vielen Dank für den Tipp, wenn es auch nicht der Tipp war von Essence, sondern ich habe mir dieses hier gekauft, aber trotzdem vielen Dank, sonst wäre ich immer an diesem vorbeigegangen und hätte es mir nicht gekauft. Ich bin sowas von begeistert von diesem Puder. Ich habe es euch auch in meinem letzten Get Ready With Me Valentinstag gezeigt, da habe ich dieses hier verwendet. Und ich finde auch im Video hat man gesehen, wie dieses Puder meine Poren wirklich extrem verfeinert. Es settet mein Make-up wirklich wunderschön. Und ich trage es nur auf meiner T-Zone auf, also nur auf den Stellen, an denen ich einfach ein bisschen mattiert sein möchte, weil im ganzen Gesicht, das sieht bei mir immer schrecklich aus, wenn das so matt ist. Und ich bin wirklich total begeistert, weil es einfach ein wunderschönes Finish macht. Und ich finde, das ist besser als das Banana Powder von Ben Nye, muss ich wirklich sagen. An dieses hier kommt kein Puder ran und ich habe wirklich sehr viele Puder, egal ob von Chanel oder sonstiges. Der ist einfach der absolute Hammer. Das müsst ihr euch bitte mal ansehen. Für den Preis ist das wirklich genial. Ich bin so begeistert und nochmal vielen Dank für den Tipp, wenn es auch nicht dieser war. Aber durch dich bin ich überhaupt erst auf dieses Puder gestoßen. Also vielen Dank. Zu guter Letzt habe ich mir noch eine Lippenstift-Kombination gekauft. Und zwar habe ich mir von Max Factor die Lippenstiftfarbe Rosewood 833 und dazu den passenden Lip Liner gekauft, beziehungsweise der Lip Liner, der war bei diesem Lippenstift dabei. Und der, also diese Kombipackung, die hat so viel gekostet als wie der Lippenstift alleine. Und wenn man mal die Preise von Max Factor ansieht, dann war ich richtig froh, dass die mal in der Kombination gab, weil ich glaube, für diese beiden Sachen würde ich ungefähr 16 Euro zahlen. Das ist echt heftig. Und so habe ich nur die Hälfte gezahlt. Und der Lip Liner ist in der Farbe 06 Mauve Moment. Und die Kombination ist wirklich spitze. Die habe ich euch, die habe ich heute auch auf den Lippen drauf. Ich habe nur in der Mitte den Nude Love von Essence aufgetragen, weil ich es ganz gerne mag, wenn in der Mitte einfach ein hellerer Ton ist, weil dann die Lippen einfach ein bisschen mehr Fülle bekommen, also zumindest in der Optik. Und die Farbe ist wirklich wunderschön. Es ist, wie gesagt, beziehungsweise wie der Name schon sagt, ein richtig schöner Rosenholzton. Und ich finde, dass diese Farbe wirklich jeder Frau steht, egal ob blond, ob braun, keine Ahnung, ob schwarzhaarig. Und der Lip Liner, der passt wie die Faust aufs Auge dazu. Der ist nur einen ganzen kleinen Ticken dunkler als der Lippenstift, aber nur einen ganzen kleinen Ticken. Ansonsten finde ich die zwei Farben wirklich identisch. Und ich finde es immer sehr schwierig, zu Lippenstiften einen passenden Lip Liner zu finden, weil die Farben oft einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Aber da hat sich Max Factor wirklich was Tolles ausgedacht. Den Lippenstift gab es auch in der Kombination mit einem braunen Lip Liner. Ich finde aber persönlich, dass das nicht passt. Und mir steht braun sowieso überhaupt nicht. Das sehe ich wirklich aus, als wäre ich schon 3 Tage gestorben. Und ich bin sehr begeistert von dieser Lippenstift-Kombination. Ich werde sie natürlich euch auch im Nahen zeigen und swatchen. Jetzt hätte ich doch fast vergessen, euch etwas zu zeigen. Wie schrecklich. Und zwar habe ich mir von Impress, ich glaube, so heißt die Marke, habe ich mir Nägel gekauft zum Ankleben. Und zwar kleben die Nägel von alleine. Die haben so einen Kleber drauf. Und die habe ich mir drauf geklebt. Und ich bin wirklich sehr begeistert von diesen Nägeln. Muss ich wirklich sagen, ihr seht es, die Farbe ist so ein schöner Rosé-Ton, so ein heller. Aber das Einzige, was ich an den Nägeln nicht ganz so toll finde, dass die Form, also ich zeige euch das von nahen, die Form ist so, dass die vorne an den Nägeln so breit werden.
Und das sieht ein bisschen schaufelmäßig aus. Man kann diese aber natürlich feilen. Das Problem bei mir ist einfach nur, dass ich eine Tochter habe und wenn ich die Nägel feile, dann werden die natürlich scharfkantiger. Und das will ich einfach nicht riskieren, dass ich dann meine Tochter kratze. Deswegen habe ich mich jetzt einfach nicht getraut, dass ich diese Nägel feile, weil die, also ansonsten sind die wirklich wunderschön. Also die Farbe ist der absolute Traum. Also für mich, ich finde die Farbe wirklich perfekt, weil sie so nude-farben ist. Also das passt wirklich immer, auch für den Alltag. Ja, aufgeklebte Nägel haben natürlich immer den Nachteil, dass wenn man sich da durch die Haare fasst, dass man da oft hängen bleibt, weil, ja, wie das jetzt wieder passiert ist, das finde ich so eklig, weil einfach die Haare sich da unter dem Nagel verfangen. Aber da kann jetzt diese Marke nichts dafür, das ist generell einfach so bei diesen aufgeklebten Nägeln. Aber ansonsten finde ich die wirklich super, die halten. Ich habe jetzt auch schon zweimal geduscht mit diesen Nägeln und die sind null abgegangen. Also diese sitzen immer noch bombenfest und das Positive auch an der Form ist, dass die hinten, also der Teil, der am Nagelbett dran ist, ist abgeschrägt. Das heißt, wenn man die aufklebt, dann kommt da nicht einfach so ein Buckel und die gehen dann so los, so dick, sondern die gehen langsam schön abgerundet erstmal los, dass das nicht so dick aussieht auf den Nägeln, weil das ist ganz oft der Fall und das ist bei diesen hier überhaupt nicht. Weiß jetzt allerdings nicht, wie die sind, wenn man die wieder abmacht, ob die dann den Naturnagel schädigen, weil das habe ich auch schon oft gehört, dass das passiert ist. Kann ich euch jetzt nichts dazu sagen. Wenn ihr das wissen wollt, wie diese so im Langzeittest sind, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich werde euch das irgendwo, egal ob auf Instagram oder auf Snapchat oder so, werde ich euch das natürlich mitteilen, wenn ihr das mögt. Und ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr glücklich mit diesem Kauf. Ja, ihr Lieben, ich glaube, ich habe euch jetzt wieder bestimmt um die 15 Minuten zugequatscht. Aber ich habe einfach wirklich meiner Meinung nach tolle Sachen gefunden bei DM. Ich finde eigentlich immer irgendetwas. Und es ist bei mir auch so, wenn ich jetzt wieder DM Hauls gucke, dann werde ich wieder angefixt und mein Einkaufszettel verlängert sich nochmal. Also ich habe immer irgendetwas, was ich euch zeigen kann. Und ich bin jetzt aber am Ende angelangt von meinem Video. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder vielleicht auch ein Abo von euch. Und dann hoffe ich ganz fest, dass wir uns wieder im nächsten Video sehen. Mua. Tschüss!